Hallihallo und herzlich willkommen hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, in letzter Zeit hat sich eine Frage hier sehr gehäuft und zwar: Ray, welches Lenkrad besitzt du eigentlich? Bin ich damit zufrieden und würde ich es weiterempfehlen? Und ich habe mir einfach gedacht, bevor ich das immer unter jedes Kommentar einzeln beantworte, mach doch einfach ein Video dazu, mach ich einfach ein Review. Ja? Ich besitze das Lenkrad nun seit April 2016, also knapp ein Dreivierteljahr. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn man so über eine gewisse Zeitspanne sowas benutzt, da kann man dann auch schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn gut dran ist, was denn nicht so gut dran ist. Und vor allem kann man auch über eines berichten, nämlich wie die Qualität ist, wie die Qualität auch über die Zeit vielleicht abgenommen hat, wie überhaupt die Abnutzungserscheinungen ausfallen oder wie die sind. Und vor allem auch, wie zufrieden bin ich denn mit dem Lenkrad und vor allem, wie zufrieden bin ich denn immer noch? Ja, hat sich das auch vielleicht über Qualitätsminderung bei mir die Zufriedenheit geändert? Oder vielleicht sind einfach meine persönlichen Ansprüche gestiegen? Und genau diese Sachen möchte ich einfach in diesem Video beantworten und ich hoffe, das kann ich auch tun. Und ich würde einfach sagen, wir beginnen einfach und zwar mit der Frage aller Fragen, nämlich: Welches Lenkrad besitze ich denn? Und ja, wer ein bisschen schlau im Kopf ist, ja, der liest natürlich den Videotitel und weiß es dann schon, aber natürlich, wer nicht gern liest und es lieber gern in Bild und Ton sehen und hören möchte, ja, dem verweise ich einfach mal zu seiner Linken, also zu meiner Rechten, und zwar hier. Ich habe mal meine Originalverpackung meines Lenkrads nochmal ausgekramt, und zwar, ich besitze das Thrustmaster T300 Ferrari Integral Racing Wheel Alcantara Edition. Ja, denkbar kurzer Name, kann man sich super gut merken. Ja, ich kürze es einfach immer damit ab und sage einfach das T300 Alcantara Edition. Damit ist eigentlich schon klar, was gemeint ist. Ja, hierbei muss man gleich dazu sagen, hierbei handelt es sich natürlich um ein Bundle. Das heißt, es sind Komponenten bzw. drei Komponenten drin enthalten, die man auch einzeln bei Thrustmaster kaufen kann. Welche das sind? Ja, zu einem mal die T3 PA Pedals sind hier mit dabei. Das sind die Pedale, die schon eine Kupplung, ein Kupplungspedal mit beinhalten. Dann natürlich, wie es im Namen schon steht, ist die T300 Wheelbase ist enthalten, sowie eben das Ferrari 599 XX Evo Alcantara Lenkrad, ja, was namensgebend für die Alcantara Edition ist. Und ja, dieses Zusammenspiel dieser drei Komponenten kann man eben in diesem Bundle kaufen. Ich habe damals knapp 400 Euro dafür gezahlt. Mittlerweile kriegt man es bei Amazon etwas günstiger. Bei Thrustmaster selber ist es, glaube ich, sogar noch etwas teurer. Ja, für was oder für wen macht vielleicht so ein Ding Sinn? Nämlich für die Leute, die sich tatsächlich ein komplett neues Lenkrad kaufen möchten und dann halt auch schon mal ein bisschen vielleicht mit etwas besserer Qualität einsteigen möchten. Hier vielleicht auch zum Hinweis nochmal, bei Thrustmaster ist es ja so, da kann man sich eine Base, also das Grundteil, einzeln kaufen und halt verschiedene Lenkräder drauf machen. Mit einem Schnellverschluss kann man die verschließen, dazu später dann auch nochmal gleich mehr. Und wenn man halt eben sagt, okay, das Standard-Wheel, was es halt gibt, ist mir vielleicht zu billig oder möchte ich nicht, da kann natürlich dann gleich eben mit so einem Bundle schon mal mit einem etwas besseren Lenkrad einsteigen, genauso auch entsprechend mit den Pedalen. Und genau so war auch meine Herangehensweise. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich kaufe, dann kaufe ich lieber richtig anstatt doppelt. Und ja, ob das eine richtige Entscheidung war, ja, das sehen wir gleich noch. Ich würde einfach sagen, wir gehen einfach mal die einzelnen Komponenten durch, was ich da gut, was ich da schlecht finde. Und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach auch mit den Pedalen an. Zu den Pedalen kann man schon mal sagen, das Kupplungspedal selber habe ich bis jetzt tatsächlich nie genutzt, weil ich einfach keinen manuellen Shifter, also keine Gearbox habe. Und deswegen ja, habe ich eigentlich für die Kupplung keinen Nutzen bis jetzt gehabt. Dennoch habe ich mir damals gedacht, gut, ich kaufe lieber gleich eins mit Kupplungspedal, man weiß ja nie, was man so zusätzlich mal noch dazu kauft, eben so ein Shifter, und dann hat man es halt einfach. Des Weiteren ist die Verarbeitungsqualität, oder sie soll auf jeden Fall besser sein wie von den Standardpedalen, kann ich leider nicht beurteilen, da ich halt, ja, wie gesagt, damals schon gleich die gekauft habe und nicht die Zweierpedale, die es eben halt auch von Thrustmaster gibt. Des Weiteren, was ich sehr, sehr positiv an der ganzen Sache finde, ist, dass man die einzelnen Pedale anders positionieren kann. Man sieht auch, dass eben das sind so zwei Fixschrauben pro Pedal und die kann man dann entsprechend anders anpassen. Dann kann man das Pedal auch weiter nach links oder rechts verschieben. Das solltet ihr jetzt eigentlich hier auch sehen, eingeblendet sehen. Das habe ich nämlich beim Bremspedal gemacht. Und man kann die aber auch drehen, also man kann die auch querstellen, wenn man das möchte. Also da hat man auch freie Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Was ich eine sehr schöne Sache finde, auch von der Verarbeitungsqualität finde ich das nicht schlecht.
Was nur über die Zeitspanne bei mir war, ist, dass das Bremspedal tatsächlich irgendwann angefangen hat, so ein bisschen zu quieken, also so quietschen, so Knatschgeräusche auch zum Teil gemacht. Allerdings muss ich sagen, mittlerweile tut es das nicht mehr. Wie so Wunderheilung hat es auf einmal das nicht mehr gemacht. Warum? Keine Ahnung, finde ich aber gut. Gerade wenn man Videos macht, ist es immer ein bisschen blöd, wenn dann irgendwelche zusätzliche Geräusche entstehen. Aber das macht es nicht mehr. Ansonsten, nach wie vor kann ich sehr präzise damit Gas oder bremsen. Ja, das ist auch, muss man sagen, sehr wichtig. Also es war zwar eine Eingewöhnungsphase für mich, aber es geht schon sehr, sehr präzise. Man muss natürlich aber auch ganz klar sagen, auf dem Markt gibt es auf jeden Fall viel bessere Pedale, gerade im Sim-Racing-Bereich, auch mit ganz anderen Technologien, gerade was das Bremsen angeht, gerade Bremswiderstand betrifft, da gibt es natürlich schon von anderen Herstellern bessere Pedale, auch von Thrustmaster selber gibt es bessere Pedale, aber die sind schon eine gute Mittelklasse, würde ich sagen. Also besser wie so ein Einstiegspedal, aber es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist so ein Mittelklasse-Pedal, noch unter den Premium-Modellen anzusiedeln, aber ist auf jeden Fall top. Ja, machen wir weiter und zwar würde ich einfach sagen, kommen wir einfach mal zum Lenkrad selber, das, was man eigentlich in der Hand hält. Und was namensgebend eben für die Alcantara Edition ist, und zwar das Alcantara Lenkrad. Das Lenkrad, was dem Ferrari 599 XX nachempfunden wurde oder eine Replika sein soll. Es ist nicht ganz die Originalgröße, es ist eine 8:10 Verhältnis. Wir haben hier knapp 30 cm Durchmesser, was aber eine schöne Griffigkeit ist, gerade auch gerade für Rennspiele. Macht es auf jeden Fall viel Spaß. Und was man auf jeden Fall sagen muss, mein erster Eindruck damals, als ich das ausgepackt habe, ist auf jeden Fall das Ding Top-Qualität. Also da steht nicht nur Alcantara drauf, sondern das ist Alcantara, das ist wirklich Top-Alcantara, handvernäht das Ganze an der Innenseite, also wirklich Top-Qualität. Und was natürlich dann auch noch dazu kommt, ist dann dieses Metall, was hier angebracht ist, diese gebürstete Optik, was man hier sieht, auch an den Shift-Pedals hinten. Und das spricht nicht nur optisch an, sondern das ist auch wirklich Qualität. Man hört es vielleicht auch ein bisschen. Das ist Metall und ist von der Qualität echt wirklich super. Und da kann man auch schon mal gleich sagen, über die Zeit hat es nicht abgenutzt. Also die Pedals, die gehen nach wie vor sehr präzise, sehr gut. Und vor allem finde ich auch die Positionierung sehr toll. Das sind ja mitdrehende Wippen, ja, die gehen ja mit dem Lenkrad mit. Und sind aber von der Größe her sehr schön. Auch wenn man mal umgreift, kann man eigentlich schnell die anderen Pedals betätigen, wenn man es denn möchte. Also von dem her, da kann ich echt nicht meckern. Das ist schon echt Top-Qualität. Und es hat auch keine Abnutzungserscheinung gehabt. Ein weiterer Punkt aber, der ein bisschen Abnutzung hat, ist natürlich das Alcantara. Ja, man kann sich es natürlich denken. Und ihr seht es wahrscheinlich auch. Es sieht eigentlich schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Man spürt es auch, also wenn man jetzt mit der Hand so ein bisschen drüber geht, man merkt schon, okay, hier ist es noch so schön weiches Alcantara. Oh. Ja, und hier ist es halt schon ein bisschen ruppiger, ein bisschen abgenutzter. Allerdings muss ich tatsächlich dazu sagen, ich habe seit ich das Lenkrad habe, Handschuhe verwendet. Und wenn man Handschuhe verwendet, fällt es gar nicht so auf. Also das, was ihr hier so seht, das ist nicht vom Schweiß, ja, weil wie gesagt, ich habe extra wegen meiner schwitzigen Hände tatsächlich Handschuhe verwendet. Das ist wirklich einfach nur vom Abkrabbeln, vom Umgreifen, vom Halten einfach. Dass es einfach so ein bisschen abgenutzt ist nach dieser Zeit. Aber ich finde trotzdem, das macht von den Fahreigenschaften oder wenn man eben das Lenkrad nutzt, merkt man da keinen Unterschied. Das ist wirklich nur optische Natur und Streicheleinheit ist nicht mehr ganz so. Ja? Aber dann nimmt man halt die obere Seite, dann geht's auch. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist jetzt sowas, was optisch tatsächlich abnutzt, aber ich denke mal, wenn man tatsächlich keine Handschuhe benutzt, könnte ich mir vorstellen, und wenn man so wie ich schwitzige Hände hat, könnte das sogar noch viel schlimmer sein. Müsste ich jetzt testen. Ja, also ich müsste mir jetzt nochmal so ein Lenkrad bestellen und dann einfach mal ein Dreivierteljahr ohne Handschuhe fahren und das Ding zuschwitzen. Dann könnte man vielleicht sehen, wie es dann aussieht. Aber jetzt so mit Handschuhe kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ist es auf jeden Fall optisch zwar beeinträchtigt, aber qualitativ oder beziehungsweise von der Performance, sage ich jetzt einfach mal, nicht schlechter geworden. Des Weiteren, ja, wir haben hier, glaube ich, 13 belegbare Tasten. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tasten plus einen Kippschalter, den man nach links und rechts, also es zählt auch als eine Taste, plus man kann es auch nochmal drücken. Das sind, heißt, wir haben da schon mal 9 Tasten plus das D-Pad. Das sind nochmal 4, also in 4 Richtungen, also 13 belegbare Tasten. Muss aber dazu gleich sagen, zum Beispiel, dass bei Assetto Corsa das Steuerkreuz nicht belegbar ist, leider. Ja, also da gehen 4 Tasten schon mal verloren. Zweiter natürlich halt die Pedals, wenn man die auch dazu zählt,
haben wir dann schon mal 15 Tasten. Und des Weiteren kommen dann nochmal die zwei Tasten an der Wheelbase dazu. Das heißt, wir haben insgesamt 17 belegbare Tasten, wie gesagt, aber leider nicht in jedem Spiel. Gut, ich würde sagen, ich lege das mal beiseite und komme mal zur dritten und letzten Komponente dieses Packs. Und zwar die Wheelbase. Das ist die T300 Wheelbase, dazu muss man gleich dazu auch sagen, die ist für PC, PlayStation 3 und PlayStation 4 kompatibel, nicht für Xbox One. Für das gibt es das Schwestermodell des TX Wheel bzw. die TX Wheelbase. Die kann auch Xbox One und PC, dafür keine PlayStation. Also wer jetzt für die Konsole sich entscheiden möchte, der sollte dann halt darauf achten, für welche denn die Base kompatibel ist. Für das TX Wheel gibt es leider die Alcantara Edition nicht. Da gibt es aber dafür die Leder Edition. Ja, das ist ein ähnliches Lenkrad, wie wir gerade eben gesehen haben, nur statt Alcantara mit Kunstleder verarbeitet. Ja, die Frage, was vielleicht der ein oder andere stellt, warum habe ich mich dann für das T300 Wheel entschieden und nicht für das TX Wheel? Das lag einfach daran, dass ich gesagt habe, Konsole ist mir jetzt nicht so wichtig. Mir geht es hauptsächlich darum, auf dem PC ein Lenkrad zu haben. Und da fand ich einfach, dass von den ganzen Rezensionen, die man so gehört hat, dass das T300 doch etwas sauberer arbeitet, etwas doch präziser im Force Feedback ist und vor allem auch bei weitem nicht so fehleranfällig sein soll. Ja, ein weiterer Punkt, was noch ein Unterschied ist, ist der maximale Rotationswinkel. Das T300 kann bis zu 1080 Grad rotieren, während das TX Wheel Xbox-bedingt nur 900 Grad kann. Allerdings muss ich sagen, ich habe nie mehr als 900 Grad selber genutzt. Und ja, also das ist auf jeden Fall kein Kaufargument. Es sei denn, man will American Truck Simulator oder sowas spielen, wo man dann die ganze Zeit kurbeln möchte, dann macht es vielleicht Sinn. Ja, aber zur Base selber, ich muss sagen, sie ist ja ein ordentlicher Kasten, das Ding wiegt ordentlich was, allerdings ist auch ordentlich Power drin. Also als ich das zum ersten Mal angeschlossen habe, dachte ich schon, wow, 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 da drückt ganz schön Kraft dagegen, hatte auch ein bisschen Angst, da was kaputt zu machen, wenn ich dagegen halte, aber kein Problem, da kann man mit voller Kraft dagegen halten, da geht nichts kaputt und auch über diese 9 Monate Nutzungsdauer muss ich ganz klar sagen, da ist nichts schlechter geworden. Immer noch so präzise, immer noch so kraftvoll, immer noch sehr, sehr schönes Force-Feedback. Also da kann ich nicht meckern. Also das ist echt Top-Qualität. Kann man wirklich nichts dagegen sagen. Natürlich muss man hier auch sagen, beim Force-Feedback selber, wie schon gerade gesagt, ist es sehr kraftvoll, sehr gut, sehr präzise. Allerdings ist es auch immer vom Spiel abhängig. Ja, wie haben die Entwickler erstens mal dieses Lenkrad oder diese Base integriert und wie ist das Force-Feedback allgemein bei so einem Spiel? Und ich habe in 3 verschiedenen Spielen getestet, dazu dann gleich später nochmal mehr. Und ich muss sagen, da merkt man schon Unterschiede, definitiv. Aber was man sagen muss, dadurch, dass Thrustmaster ein großer Hersteller ist, habe ich nie Probleme gehabt mit der Kompatibilität. Also ich konnte das Ding immer anschließen, da war immer schon eine Standardkonfiguration schon da in jedem Spiel. Natürlich habe ich das immer noch angepasst, dazu auch später mehr. Also von dem her kann ich da auf jeden Fall nicht meckern, Top-Qualität. Ja, einfach eine super Sache. Was man vielleicht noch dazu erwähnen kann bei der Base, wir hatten noch neben diesen 2 belegbaren Knöpfen auf der anderen Seite noch eine Mode-Taste. Darüber kann man dann den Lenkwinkel auch einfach per Short-Taste benutzen. Also man kann aber die Mode drücken und nach Steuerpad nach links oder rechts, dann blinkt die Anzeige, damit kann man den Lenkwinkel verstellen, ja. Ob man halt die vollen 1080 Grad möchte oder halt vielleicht nur 360 Grad. Wird auch dann noch nachher nochmal kurz interessant sein, aber das möchte ich auch an der Stelle nochmal gleich ausführen. Ja, was man dann vielleicht noch negativ sagen muss, ist eigentlich was eigentlich positiv sein soll. Und zwar hat ja diese Wheelbase, genauso auch wie das Schwestermodell des TX Wheel, einen Schnellverschluss, damit man verschiedene Lenkradaufsätze aufstecken kann. Das ist an sich eine positive Sache, allerdings gibt es da einen kleinen Negativpunkt. Wenn man nämlich mal beim Lenkrad auf der Rückseite oder auf der Unterseite dieses Schnellverschlusses schaut, dann sieht man so Eindruckstellen einer Schraube. Denn neben diesem Schnellverschluss muss man nämlich noch eine Schraube zum Fixieren reinschrauben, die das Ganze dann stabil halten soll. Allerdings, ihr seht, da kommen so leichte Eindrücke rein. Bei mir ist es jetzt weniger das Problem gewesen, da ich nur dieses eine Lenkrad oder diesen einen Aufsatz derzeit besitze und nicht ständig die Aufsätze wechseln. Allerdings kann man sich natürlich denken, wenn man das ständig wechselt und immer wieder eine neue Eindruckstelle kommt, dass dann irgendwann so ein richtiger Abrieb da ist und irgendwann das Ganze halt ein bisschen rumeiert. Ist ein bekanntes Problem, finde ich ein bisschen schade. Mich trifft es jetzt persönlich nicht nach dieser langen Nutzungsdauer, da ich das Lenkrad nicht groß oder oft ab- und anmontiert habe. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, wo auf jeden Fall verbessert werden muss in den kommenden Thrustmaster-Modellen.
Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, wenn man wirklich sich überlegt, mehrere Lenkradaufsätze zu benutzen, dass man da wirklich nicht unnötig zu viel wahrscheinlich die ganzen Dinge austauscht, sondern eher mal bei einem Lenkradaufsatz bleibt. Muss man leider wirklich so sagen. Das ist auf jeden Fall ein negativer Punkt an dieser Stelle. Ja, bevor wir zu einem der letzten Punkte kommen, nämlich zu den Spielen, mit denen ich das Lenkrad getestet habe und auch zu den einzelnen Config-Einstellungen, die ich euch gerne noch sagen möchte, möchte ich nochmal ein kleines Zusatz-Highlight zeigen oder präsentieren. Ihr habt es vielleicht auch schon gesehen an den Gameplay-Materialien. Und zwar habe ich hinten so eine Blackblade montiert. Damit kann man dann ein Smartphone einstecken und dann kann man zum Beispiel eine Dashmeter Pro-App oder sowas laufen lassen. Das habe ich noch zusätzlich hinzugefügt, zusätzlich angeschraubt. Wer da Interesse hat, der guckt einfach mal in dem Forenbeitrag von der Simracing Liga e.V. nach. Es gibt auch eine Bestell-E-Mail, das poste ich euch einfach oder schreibe ich euch einfach auch mal mit in die Videobeschreibung. Ich weiß allerdings nicht, ob die noch vorrätig sind. Ich habe das damals gemacht, da hatte ich das Lenkrad noch nicht allzu lange. Also das weiß ich leider nicht, da müsst ihr euch einfach selber mal informieren. Aber wenn da halt eben Interesse besteht, fragt da einfach mal nach. Wenn ihr auch für euer Lenkrad so eine Blackblade möchtet, gibt es übrigens auch für das T500-Wheel oder für verschiedene Fanatec-Produkte. Ja, kommen wir aber jetzt zu den Spielen. Ich habe das Ganze mit F1 2016, mit natürlich Assetto Corsa und Race Room getestet. Und ich würde einfach sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen grob die ganzen Sachen durch. Also erstmal, ganz wichtig, am Windows oder an Windows selber kann man natürlich die grundlegenden Force-Feedback-Einstellungen betreffen. Die werde ich euch natürlich hier im Hintergrund einblenden. Beim Rotationswinkel ist es so, da passe ich das immer je nach Spiel an. Zum Beispiel bei Formel 1 mache ich das auf 360 Grad, während ich bei Assetto Corsa je nach Fahrzeug das tatsächlich hier anpasse. Da habe ich meistens auch so einen Bereich von 360 Grad bis eben die vollen 900 Grad. Das kommt dann immer auf das Auto an, was ich da benutze. Natürlich muss man das dann auch selbstverständlich in Assetto Corsa selbst auch anpassen. Ja, des Weiteren die sonstigen Force-Feedback-Einstellungen zeige ich euch hier an dieser Stelle. Groß dazu möchte ich nichts erzählen, das könnt ihr einfach mal so ausprobieren. Ich habe das eigentlich auch aus dem Internet so genommen und war damit eigentlich zufrieden. Wichtig ist hier halt, dass diese Spring-Feder auf Null ist, weil das überlasse ich dann doch lieber den Spielen, dieses Zurückspringen. Das ist das, diese quasi die Zentrierfeder. Das soll bitte die Software oder beziehungsweise das Spiel selber übernehmen. Finde ich einfach auch wirklich besser. Ja, beginnen wir einfach mal vielleicht mit Assetto Corsa. Bei Assetto Corsa, wie gerade schon eben gesagt, da ist es so, dass ich eben halt den Lenkwinkel, den passe ich dann natürlich immer manuell an oder so, wie ich es halt eben in der Systemsteuerung hatte. Und des Weiteren, die weiteren Force-Feedback-Einstellungen, muss ich dazu sagen, da habe ich am Anfang viel, viel experimentiert. Mittlerweile bin ich aber mit dieser Einstellung super zufrieden und die haben jetzt auch schon eine lange, lange Zeit nichts mehr dran geändert. Das Einzige, was ich tatsächlich ändere, ist natürlich pro Fahrzeug und pro Strecke kann man natürlich die Verstärkung entweder erhöhen oder senken und das ist auch das Einzige, was ich tatsächlich daran ändere. Und wie gesagt, wer die Einstellung übernehmen möchte, kann ja das Video kurz anhalten, wenn es ihm zu schnell geht. Kommen wir zu Formel 1. Wie schon gesagt, da muss man natürlich, oder da habe ich das immer auf 360 Grad gestellt, da muss man im Spiel mit dem Lenkwinkel nichts mehr anpassen. Das Einzige, was ich da angepasst habe, ist auf jeden Fall die Force-Feedback-Stärke, die habe ich ein bisschen reduziert, weil da ist ein bisschen das Problem, dass gerade in dem geringen Lenk, oder beziehungsweise wenn man Lastwechsel hat beim Lenkrad, dass man kurz so keinen Widerstand mehr spürt und wenn der Widerstand zu hoch eingestellt ist, dann fällt es extrem auf. Deswegen habe ich das sehr leichtgängig eingestellt und damit kam ich einfach am besten klar. Des Weiteren habe ich auch bei den Pedaleinstellungen ein bisschen den Bremsbereich gerade im letzten Drittel etwas vergrößert. Damit kann ich halt gerade im letzten Drittel etwas präziser bremsen. Fand ich auf jeden Fall auch eine angenehmere Sache bei F1 2016. Letzte Runde lag bei 1 Minute
46,9. Ja, last but not least noch zu R3E, zu Race Room. Da ist es tatsächlich so, dass ich bis heute noch nicht so die perfekte Einstellung gefunden habe. Das ist eher sogar so, dass ich für jedes Fahrzeug, für jede Strecke das immer wieder separat anpassen muss und den Hauptforce-Feedback-Einstellungen, so wie es mir gerade eben passt. Natürlich kann man auch zu jedem Fahrzeug einzeln nochmal gewisse Verstärkungen einstellen, so wie es auch bei Assetto Corsa ist, aber das reicht mir oftmals halt einfach nicht. Also gibt es irgendwie keine perfekte allgemeine Einstellung, aber ja, das ist halt einfach so. Des Weiteren, was aber sehr positiv ist bei Race Room, ist, dass man den Lenkwinkel bzw. den Rotationswinkel des Lenkrads nicht anpassen muss in der Hauptsystemsteuerung, denn das übernimmt das Spiel automatisch und das ist, finde ich, auf jeden Fall eine super Sache und macht natürlich auch einiges bequemer. Wie schon gesagt, ist es ja auch so, dass man eben über die Schnelltaste, über diese Mode-Taste eben die Rotationswinkel aber bei den anderen Spielen auch im Spiel noch separat anpassen kann, eben mit dem Tastendruck, dann mit den verschiedenen Blink-Wiederholungen erkennt man dann halt entsprechend, wie viel Rotation es ist. Zum Beispiel zweimal blinken ist halt 360 Grad, mehrmals ist ein erhöhter Winkel, weniger ist weniger Winkel. Gerade auch für die PlayStation-Nutzer sicherlich sehr interessant. Leider habe ich das Lenkrad bis heute noch nicht an der PlayStation genutzt, da ich kein entsprechendes Spiel habe, wo ich es gerne nutzen möchte. Aber vielleicht wird ja noch in den kommenden Monaten oder Jahre auf der PlayStation entsprechend ein Rennspiel rauskommen, bei dem ich dann das T300 Wheel entsprechend nutzen kann. Ja, und das soll es dann aber auch gewesen sein zu meinem Review. Ich hoffe, es wurden einige Fragen geklärt. Falls du aber noch Fragen hast, kannst du die gerne in die Kommentare stellen. Wenn irgendwas speziell auf dem Herzen liegt, dann kann ich das tatsächlich beantworten oder würde ich gerne beantworten. Was ich aber zum Ende, zum Fazit sagen möchte, ist, dass ich sehr, sehr zufrieden bin nach wie vor mit dem Lenkrad. Also wie gesagt, gerade weil das Force Feedback keine Abnutzung irgendwie hatte. Das Einzige, was jetzt halt ein bisschen Abnutzung hat, ist halt tatsächlich das Alcantara. Aber das ist eigentlich schon fast klar. Hat aber keinen Einfluss auf die Lenkqualität oder auf das Wohlfinden mit dem Lenkrad. Und deswegen kann ich auch wirklich sagen, in dieser Mittelklasse-Preisklasse, also diese knapp 400 Euro, da würde ich schon diese Mittelklasse der Lenkräder ansiedeln, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, wenn man denn da so ein Lenkrad kaufen möchte. Natürlich gibt es auch Einsteiger-Lenkräder, die deutlich billiger sind und natürlich gibt es auch Premium-Lenkräder, die deutlich teurer sind. Aber gerade in dem Segment, bei dem dieses Lenkrad anzusiedeln ist, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ist auf jeden Fall Top-Qualität, immer noch, auch nach dieser langen Nutzungsdauer. Und mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als falls du dich auch für das T300 entscheidest, hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Also damit hat man auf jeden Fall ein super Lenkrad, was auch wirklich viel, viel Spaß macht und mir immer noch nach wie vor sehr viel Spaß bereitet. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, falls es Fragen gibt, gerne in die Kommentare. Ansonsten, falls dir dieses Review gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich bin raus an dieser Stelle und dann sage ich einfach mal, bis vielleicht zum nächsten Review hier auf dem Pixelhelden-Kanal. Ciao!